Hallo und herzlich willkommen zurück zu Traincraft. Schön, dass ihr wieder mit am Cheddar seid. Ich habe jetzt mal ein bisschen weiter gebastelt. Hier kurz eine kleine Wand hochgezogen und werde hier jetzt nochmal gerade alles soweit dicht machen. Aber mir gehen extremely die Bricks aus. Mal schauen, wie wir diese Folge ohne zurechtkommen. Müsste aber eigentlich klappen. Aber ja, aber jetzt wartet mal, habe ich da Bricks unterfüttert? Lauf! Nö, habe ich nicht. Da hängt einfach das Dach vorne dran. Habe ich aber doch teilweise. Der Cheser wieder baut eine Scheiße und merkt es nicht. Also, wir müssen die vorderen dann nochmal schnell runterzwirbeln. Die gehören da nämlich nicht hin. So. Zack, zack, zack. Das hier wieder alles weg. Ich bin doch wirklich ein bisschen unsicher mit diesem mittleren hier, aber das sehen wir jetzt dann gleich. Wenn ich diese Wand hier nach unten gezogen habe, beziehungsweise das Dach drauf gesetzt habe, wie das dann wirkt. Wenn ich so tief dann weitermache. Was halt nicht schlecht wäre, darüber könnte ich verkabeln. Das heißt, ich kann da dann die automatische Nachtbeleuchtung einbauen. Was auch gar nicht mal so blöd wäre. Okay, sonst müsste ich ja keine reingefüttert haben. Dann ist dieses Dach hier soweit fertig. So, dann brauchen wir wieder abwechselnd diese zwei Steinchen hier. Also, nach oben. Nach oben, dann sind wir 1, 2, Nummer 3, Nummer 4. Das wieder drunter, das da dran, den Rest müssen wir von der anderen Seite machen. Dann hier so hin. So hin. So hin. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Wird doch langsam. Ich habe mir das echt ein bisschen zäher vorgestellt. Aber dadurch, dass dieses Setup relativ einfach gehalten ist, sollten wir das recht zügig durchziehen können. Klar, gibt jetzt halt extrem spannendere Tätigkeiten, aber ja, was heute. So, weil hier hätten wir jetzt dann Folgendes. Ich könnte in dieser Rinne hier eigentlich unbemerkt das Redstone-Kabel verlegen, was mit dem Tageslichtsensor verknotet ist. Und dort, wo die Lampen sind, dann einfach einen Block rausschlagen und nach unten gehen. Beziehungsweise wäre das dann hier der Fall. Ganz genau, so wollte ich, dass es da hingeht. So, dann lasse ich nämlich ganz einfach hier vom Dach ein bisschen was weg, in der Mitte. Kann hier dann Tageslichtsensoren, Windräder, hast du nicht gesehen, alles hinbauen. Von unten sieht man das dann nicht, weil das ja so durchgängig ist. Aber wo durchgängig, das muss ich noch verblenden. Wieder was vergessen. Und. Aber da sieht man auch das Holz, oder? Hier sieht man nicht das Holz. Okay. Weiß ich noch, was ich zu tun habe. Dann kann ich das nämlich von unten ansteuern. Nee, auch gar nicht mal so doof. Da habe ich es verblendet und da noch nicht. Dann mache ich jetzt nämlich mal hier zu. Also, zuerst kommen die beiden da rein, dann kommt der komplette Rahmen hier drumherum. So. Dann hier noch nach unten gezogen. Dann hätten wir hier ein schönes Fenster für den Zug. Ich würde sagen, das klatschen wir jetzt einfach mal rein, das wird schon noch was aussehen. Da wird ja irgendein Schmuh gemacht.
Mist, das habe ich da falsch gemacht, das habe ich da falsch gemacht, das habe ich da falsch gemacht. Was sind denn da Blöcke drunter? Jetzt hier ja wieder. Moment. Oder Moment, per favore. Muss ich schnell wegmachen? Nur schnell wegmachen, alles gut. Passt. Dim, 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 dim. Scheiße, geht nicht. Okay. Dadurch, dass es zwei sind, wäre eine Mittelstrecke blöd. Wie kann das bitte da oben zwei sein, trotzdem symmetrisch sein? Da stimmt doch wieder irgendwas nicht. Ach so, weil es hier eins weiter rausgeht. Ich habe das doch zu tief gemacht. Ah! Shit! Das ganze Ding eins nach oben machen eigentlich. I am confused. Dann würde das Fenster eins kleiner werden. Wenn es eins kleiner werden würde. Momentan ist es breit. 1, 2, 3, 4, 5. So ist es halt ein perfektes Zugfenster. Das ist Absicht, so. Ganz einfach. Wenn es irgendjemanden nervt, mache ich das Dach außen einfach noch eins weiter raus. So eine große Werkshalle kann man schon mal machen. Kann ich das da oben wieder nicht setzen? Eieieiei. Okay, also hier oben nochmal alles schön zumachen mit dem Glas. Nein, so nicht. Anders. So ist es schön, genau. Hallo? So. Okay, wenn ich das jetzt hier so zuziehe, wäre mit Glasblöcken vielleicht auch nicht blöd gewesen. Aber ich finde, wenn es ein bisschen versetzt ist, dann hat die Fassade ein bisschen interessantere Formen. Weil wenn ich das hier nur als ebene Fläche habe, und so habe ich halt das Außen kommt ein bisschen weiter raus. Das, da geht eins so ein bisschen rein und so. Das ist dann eigentlich schon ganz schön. Das würde ich ganz gern so lassen wollen. Dann ziehen wir hier jetzt da runter. Gehen an der Seite hoch. So, 3, 4. Gehen dann da runter. Dann finden wir nämlich gleich auch die richtige Höhe, wie hoch ich da rauskommen muss. Drei und vier. Okay, dann ist die Seite auch soweit fertig. Vom Glas her müsste das sogar ganz gut reichen, was wir noch dabei haben. Und dann sind wir mit der Halle eigentlich schon ziemlich durch. Wir haben jetzt eine grüne, große, schöne Fläche, wo wir... Bin ich von da hinten nicht nach oben gekommen und von da komme ich nach oben. Vielleicht, weil es unterschiedlich hoch ist. Alter, was mache ich denn die ganze Zeit? Eins, zwei. Was stimmt denn da schon wieder nicht? Ich bin hier ganz unten ab. 1, 2, 3 und 2 Stück. 1, 2, 3 und 2 Stück. Hier ist es gleich hoch. Dann gehe ich mit der Wand hier nach hinten. Hier habe ich nur 2 und... Hä? Weil das Dach zu niedrig ist. Krüte! Naja, ich kann das jetzt mal nach unten durchziehen und oben muss noch ein bisschen was weggeschlagen werden. Ich habe hier schon wieder Mist gebaut. So mache ich immer ganz gern zuerst die Ränder, weil ich dann gleich sehe, wenn ich wieder irgend so einen kleinen Zellbug drin habe. Danach muss ich das dann einfach nur noch stumpf durchziehen und muss dann nicht mehr so wirklich drauf aufpassen, was ich tue und was ich nicht tue. Und Alter! Und wie viele Steine ich falsch setze und wie viele Steine ich nicht falsch setze. So, aber dieser Rand ist ja hier erstmal gesetzt soweit. Von der Breite her sind es 5, da sind es auch 5.
muss das Dach ganz einfach noch eins weiter versetzen, denke ich. Also ich hätte da eins höher gemusst, ja. Da oben ist der Fehler. Ich muss da eins höher. Das heißt, der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Hier muss ich noch eins höher gehen. Dann mit dem Sandstone unterfüttern. Sandstone drauf, mit Sandstone unterfüttern. Könnte ich ja gleich eine Glasscheibe reinsetzen, oder? Dann muss ich mich dann nicht mehr kompliziert nach oben bauen. So, Glas drunter, Sandstone drauf, das da drauf. Holz mal weg. Wie habe ich das nicht gesehen? Das. Wunderschön, Cäsar, wenn du nicht bemerkst, dass die Dächer unterschiedlich hoch sind. So. Irgendwie haut es doch dann wieder auch nicht mehr hin. Eins, zwei, drei. Vier. Dann zwei nach hinten. Funktioniert es noch? So, die Höhe stimmt jetzt da. Das heißt, da kommt unten ein Glas. Nein, da kommt kein Glas hin, da kommt Sandstone hin. Sandstone. Oh. Spiel. Nicht Mikroruckler machen. So. Sandstone. Glas. Glas. Sandstone. Brick. Scheiße. Da stimmt's doch auch. Ich krieg hier gleich die Motten. Ich krieg hier gleich die Motten. Ah, ja, schönes Dach setzen. Ich habe genug davon. Ich ziehe jetzt hier mal die äußerste Linie. So, die ziehe ich jetzt mal nach hinten einfach schnell durch. Hallo. So viel zum Thema schnell. Muss doch irgendwie besser gehen. Eigentlich müsste das irgendwie besser gehen, aber dafür habe ich jetzt momentan zu wenig Bricks. Ich habe nur noch 18 plus 3, damit komme ich nicht weit. Na gut, wir ziehen das jetzt mal schnell durch, damit ich hier das äußere Maß habe, wo mein Dach mit den vier Sachen anfängt. Wird es noch schaffen, das Bild Dach fertig zu kriegen? Lanzig stimmt es, aber auch wieder nicht. Irgendwas ist da faul. Ich komme auf jeden Fall nicht mit dem Maß raus, mit dem ich vorne rauskomme. Weil hier vorne ist es korrekt. Nur hinten wieder nicht. Aber ich habe da irgendwo einen kleinen Zellbug drin. Apropos Zellbug, haben wir auch einen kleinen Setzbug drin. Wie gedacht, baust du mal schnell die Hinterseite fertig, dann kannst du nämlich von beiden Seiten schön anfangen und schnell durchziehen. Aber dem war dann nichts. Ich habe hier in diesem Bereich Mikroruckler. Das seht ihr vielleicht, wenn ich einen Block abbaue, wie lange das braucht, dass der auch wirklich dann blöpp macht. Na komm, jetzt setz den scheiß Block. Ich bin jetzt hier gerade langsam nicht mehr. Oh, perfekt, gut gelaunt. Das Dach. Nee, ich hab's auch eigentlich korrekt anfangen lassen. Ich bin gerade wirklich verwirrt, wo da der Fehler ist. Kriegen wir aber schon noch raus. Dankeschön. So. So, ich bin immer noch zu niedrig. Das ist das Problem.
Muss da einfach ein bisschen höher gehen. Ich war 2 zu niedrig, nicht nur 1 zu niedrig. Das ist das ganze Problem. Wenn der Chaser vielleicht mal aufpeichen würde, dann würde er das auch feststellen. So, jetzt nehmen wir uns hier mal den ganzen Geruschen, bevor der despawnt. Genau, ich habe den nämlich gleich hochgebaut, aber das muss ja eins weiter nach oben. Das ist ja genau dieser komische Gap da drinnen. Aber dadurch, dass ich so ein kleiner Symmetriefreund bin, ist mir das jetzt gerade echt nicht aufgefallen. Naja, pfeift drauf, wir haben es noch festgestellt. So. Okay, das heißt, ich muss da hinten jetzt noch ein bisschen was wegreißen. Ich brauche die Bricks. Nein, der muss da drauf. So, ab da fängt es an, dass das weg muss. Nämlich der muss weg, der muss weg, der muss weg. Der und der und der. So, das sollte eigentlich schon reichen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hoch, ich gehe hier hoch. Ich gehe hier hoch. Da hoch und da hoch. Falsch. Eins zu viel. Das weg, das drauf. Das da drauf. Das da drauf. Das da drauf. Das da drauf, das da drauf. Oh, endlich. Das da drauf, das da drauf. Stir, stir, stir. Stir. Ach ja, welch eine Freude es ist, die Stairs ohne eine Unterlage zu setzen. Braucht man nämlich immer die zehnfache Zeit, bis man da das richtige Eck gefunden hat. Aber was soll's, kriegen wir jetzt schon irgendwie langsam hin. Wie habe ich denn das jetzt bitte geschafft? Na egal. Okay, das drauf. So, hier unten. Das da wieder weg. Das da alles weg. Dum 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 dum. Wie bin ich ja bis da oben gegangen damit? Das heißt, ich müsste eigentlich auf dieser Seite. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich meine, hurra! Schön! Nicht. Genau, ich muss ja da unter das Dach. Okay, das muss ich erst nochmal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich werde auf jeden Fall auf dieser Seite erstmal jetzt hier die ganze Fläche nach oben gehen. So, dann sind wir jetzt auf der gleichen Höhe wie diese Fenster. Muss mal gucken, ob ich da noch irgendwie eine Schwingung oder irgendwas reinbekomme. Weil momentan wird das schon ein bisschen knackig, da alles so drauf zu ziehen und. Komm. So, und die oberste Bordüre fehlt. Na komm. So, ist es diese hier? Genau, da legt ihr dann genau das Dach auf. Was wir dann nicht mehr sehen, weil das anfängt, ja. Genau, das ist genau diese Linie. Es ist auch das, was ich auf der anderen Seite noch dann austauschen muss. Möp. Doof. Okay, aber so kann ich es dann durchziehen. Gut, Freunde, wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Traincraft. Mach's gut, ciao, ciao.